Ja, wo ist er denn, der Gassi? Was haben wir denn? Befähigungssensor? Oh. Jetzt bin ich gespannt, ob sie das Holz kriegt. Hey. Ja, lass die doch mal. Also. Sorry, ich bin mit Gedanken noch hier drin im Spiel. No, Sandy! Wir haben gar keine Bewegungssensoren hier drin gehabt. Nö. Ja. Soll ich da noch welche reinschmeißen? Jetzt ist er wieder vorbei. Na, wieso nicht mehr jetzt? Jetzt ist er vorbei. Ja, nochmal eben so. Vielleicht entscheidet er sich nochmal eben da durchzulaufen. Der ist ja hier die ganze Zeit. Oho. Es ist halt nichts. Nix so gut. Ganz einfach. Ich mute mich in Discord, dann nehme ich die Antwort nicht vorweg. Genau. Dann kann ich hier rumschreien, wie ich will. Aber dann hören wir dann Hilfe, Hilfe, Hilfe ja nicht mehr. Nee. Nee. Mal Stream gucken. Ja, nee, wenn ich dich hier direkt vor der Nase habe, dann gucke ich nicht deinen Stream. Warum das denn? Weißt du, was das ist? Ich hab's gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Oder sie verwandelt ist ein Obakel, ja. Ich hab's nämlich nicht mitgekriegt. Boop. Nee, das war ein Poltergeist. Was ist hier? Was ist hier? Sie hat Obakel gesagt, ich sage Poltergeist. Ja, weil du gesagt hast, ich hab's gesehen, deswegen... Hatte ich gedacht, er hat sie verwandelt, dass ich das nicht gesehen habe. Nee. Ich hab gesehen, wie viele Gegenstände geflogen sind. Ach so. Oder? Ich habe auf die Gegenstände aber jetzt nicht geachtet, weil ich ja nebenbei noch Fotos gemacht habe. Die Gegenstände lagen hier vorne doch. Also, der hat ja alles geschmissen. Ja. Das ist sowieso immer schwierig von außen zu raten, wenn man dann nicht mit drinnen steht. Ich finde das schwierig. Kannst du einfach drin stehen. Ja, nö. EMF-Fahrer. Boop.
Zack. Zack. Die sind schon mal drin. Bombefoto. Nö. Foto brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Auch vielleicht ein paar zertretene Salzfoto. Oh. Wunderschön hinten Licht angemacht. So, was war's? Irgendwie ein Onryo-Fall. Würde ich jetzt von der Schnelligkeit. Von der Schnelligkeit her. Und eine Radegeist auf jeden Fall. Obwohl ich schon. Im Gedächtnis gehe ich gerade Richtung Mare schon. Weil ich halt auch so eine normale Geschwindigkeit hatte. Aber ich war so dabei zu sagen, also schon minimal langsamer als normal. Aber das war doch dann schon. Und so zwei Sachen schmeißen passt auch dazu, finde ich, ja. Ja, es könnte natürlich auch wieder ein Shade sein, wie die letzten zwei Geister da. Ach, du hast heute schon zwei Mare richtig erkannt. Gucken wir mal. Überraschungsrunde. Nein, da ist der wieder. Unser größter Boss. Da ist er wieder. Der feine Herr Ghost. Der Herr der Geister. Der Jinn. Nicht Herr der Ringe, sondern der Herr der Geister. Ja. Gandalf, bist du's? Genau. Er wartet mich. Was brauchen wir denn? Also. Räuchern, gut zu reden. Alle drinnen. Was ist er denn? Ich will mal hüpfen, Mann. Okay, du ist es nicht. Ich wollte bloß das Ding auf deinen Arm gutachten, da wollte ich nicht. Okay. Yay! Blub. Warum sagst du denn? Entschuldigung. Aber Mann, ich hab's vergessen. Ich hätte es auch gar nicht mitgekriegt, davon mal abgesehen. Hast du das nicht mitbekommen? Nee, ich hab's nicht mitbekommen. Hat er ein Ereignis gemacht, dass er die Tür bewegt hat? Oder hat er es so gemacht? Ich glaube, das war sogar ein Ereignis, ne? Kann das sein? Ich bin mir nämlich nicht sicher, weil der hatte schon was angezeigt und da hatte da schon was so ein Klack-Klack gemacht. Ich habe es dumm hören. Ich meine, das war danach. Okay. Aber ich weiß es gerade nicht mehr. Na, wenn wir nicht wissen, was das ist, dann fangen wir Juri ein.
Oh. Tot? No. Ja. Schön. Kann auch einfach sein, dass die mich halt. Warte mal. Ja, die. Mann. 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 Mann, Mann, Mann. Jurei, Jurei. Jurei. Genau. Ich bin tot. Eingetragen habe ich. Ob das überhaupt richtig ist mit dem Jurei? Naja, du. Ja. Werden wir das sehen? Andere Wahl haben wir auch nicht. Ey. Und anscheinend nicht so. Jen. Dann müssen wir nochmal ein bisschen üben. Dann war das wirklich ein Ereignis. Alle drei so, oh nein. Ist ja schön, ey. Den können sie momentan echt rausnehmen. Ja. Das heißt, man ist ja meistens immer umgedreht. Positive, eine geile Gefühl weg, was man nicht hat. Was nicht vorhanden ist. Also, Foto. Also der ist erst langsam und dann wird er schneller. Meistens ist das der Fall. Jawohl. Wo ist er eigentlich andersrum wäre? Ja, genau. Ja. Moment ist Jin aber andersrum, als wie er eigentlich beschrieben ist. Das ist mir das letzte Mal, als ich alleine jagen war, ist mir das auch schon aufgefallen. So, mein Gott, okay. Also, ich hab gedacht, Karin hätte ihn vertrieben. Nö, ich gehe. Den will ich nicht. Ich habe da schon eine Ahnung, was ich wahrscheinlich werden könnte. Ich auch. Schön für euch. Ich glaube, wir reden vom gleichen Geist. Aber das gerade eben, das war, glaube ich, sogar eine Jagd schon. Eine Mini-Jagd oder was? Hm? Ja. Okay, ich hatte erst an Gespenst okay. Gedacht. Ich bin bei Spirit oder Dämon? Ja, ich auch. Ich war einmal im Gedanken auch an Banshee. Okay. Wobei, ich glaub, bei Spirit Events kommt er hin. Der hat aus einer Event die nächste gemacht. Dann machen wir Spirit. Ich meine, wir hätten jetzt 3 Minuten warten können, dann müssten wir 100%ig, aber. Kostet alles so Zeit. Eine Banshee. Oh. Das war eine Mini-Jagd. Ich war nicht ihr Ziel. Oh. Schade. Wie schade. Ein Fotoapparat konnte ich upgraden auf Stufe 3. Yay. Na, da Fotos machen. Bessere Fotos. Dreifache Mängel, das Buch vollhauen. Jedes Foto ist der Geist nicht drauf, weil er immer verschwindet. Ja. Oh, ich hasse das. Gott, der Herr, du kommst hier wieder rein und der redet ja noch immer. Na, er hat nur viel zu erzählen. Er hat nur mal keine Freunde. Ein Para. Schmeiß ich den mal rein. Reingeschmissen. Okay.
Du Fickgeist, du bist doch schon wieder. Entweder Banshee. Guten Tagen. Geist hier, Gespenst. Oder ein Dämon oder ein Yokai. Oder wieder ein Phantom. Die Phantome mögen mich auch. Die haben dich fürchterlich doch lieb. Ja, genau. Komm her. Haben wir ein zweites Kreuz dabei? Ja, das liegt hier hinten in der Ecke. Okay. Das liegt hier irgendwo. Frag mich jetzt aber nicht wo. Hast du gefunden? Ja. Okay. Ich glaub, das ist aber ein Geist ist es auf jeden Fall. Nehmen wir mal stark an, ne? Wenn wir eins gelernt haben. Denn das ist ein Geist ist. Der hat dich ganz so lieb. Ich merke das schon. Schön, dass man ihm schon vorher ruhig hört. Und was ist es? Ich denke, es ist ein klarer Fall. Ja. Ein Gespenst. Keinen Satz zu treten. Jo. 100 Punkte. Falls es nicht ein Mimik ist. Jo. Das könnte natürlich sein. Obwohl Mimik würde dann ja wohl zertreten, oder? Nein. Okay. Ich hab gedacht, das würde er dann eben halt nicht machen, weil er nicht die Eigenschaften, also nicht die Spezialeigenschaften. Ja, das hat sich erledigt. Okay. Das kann er leider. Oh. Hatte ich nämlich einmal vor kurzem, letzte Woche oder so, ein Mimik, der angespenst war. Der ist überall gelaufen und hat keine gute Brücke hinterlassen. Ich war nämlich klar, eine Spende und Mimik ist rausgekommen. Gute Kriegs, Räucher. Na! Warte, hab ich dir jetzt das Gute gestohlen? Nee, er wollte das nicht nehmen. Ne? Event, wa? So. Event und nicht durch Seite treten. Das ist. Da wollt ihr mich früher so. Ihr wollt mich doch verarschen. Hat er die jetzt genommen? Ja, okay. Ach, Sandy ist wieder da. Der steht für wieder vom Bus und beobachtet uns. Fühlt er dich doch lieb. Ich hab wieder einen Tendenz von zwei Geistern. Ich auch. Eigentlich ja theoretisch drei. Ja, stimmt, eigentlich theoretisch drei, aber eher mehr zwei. Ja, wo war er denn? Und jetzt. Jetzt ist schon eingeschränkt. Hui! Mach
das Ding. Ah, da kommt er. Wieder so ein klarer Fall. Hab ich nicht gesehen. Na, ich bin gespannt. Wieder Gespenst. Hab wieder kein Salz zertreten. 200 Punkte für den Kandidaten. Yay! Darf was nicht. Kann ich mir bei 1000 Punkten, kann ich mir denn eine Waschmaschine wünschen oder was? Also wenn du weitermachst, schaffst du nicht so eine 400 Punkte. Ich wollte eigentlich bei jeder falschen, bei jedem falschen Geld dann wieder 100 Punkte abziehen. Ich habe Spirit eingetragen. Oh, ich bin so hohl. Gott. 50 Punkte Abzug. Ah, ich habe Spirit. 50 Punkte Abzug. 150 Punkte für den Kandidat. Aber warum habe ich den Spirit eingetragen? Voll was. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Oder vielleicht sogar verklickt. Egal. Parabollicht. Wird das Licht? Ja. Licht kommt dort oder was wird da? Nee, Feuerlicht. Der muss machen. Ah! Gesundheit. Hey! Corona. Was damit auch? Warte. Mit Corona. Ja. Das hat nicht mehr gesundet, das heißt jetzt Corona. Noch nicht. Jetzt hört er. Jetzt geht es los. Ich hatte so eine Fresse im Gesicht. Aber relativ schnell unterwegs. Okay. Zertretenes Salz, ausgepustet hat er auch. Oh, was war's? Tja, gute Frage, nächste Frage. Das war eindeutig. Ja? Ja. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt auf Moroi oder Zuniger, hätte ich jetzt. Ja. Ich schmeiß extra immer das Räucherding extra auf den Boden. Dann könnt ihr das nämlich auch sehen, ob er da beim Glühen noch schnell wird oder nach dem Glühen erst schnell wird. Ja, ja. Ach so. Dafür mache ich das. Ja, aber das kann ich meistens in einem Zone gar nicht sehen. Egal. Weil ich habe Fotos. Fotos. Damit wir die 40 Dollar kriegen. Fotos. Du ja. Auch gucken. Naja. Du musst lernen. Ich lerne doch. Ich lerne fleißig mit. Ich höre euch zu. Sonst komme ich wieder um die Ecke und belehre hier wieder Leute. Bin ich gespannt. Oh ne, da fängt das wieder an. Oh, ich räucher schon mal. Oh ja. Schön. Hast du ein Räucherstückchen weniger? Ja. Aber vielleicht hat er Glück, dass es wieder ein Deo gehen wird. Ja. Wie ich einfach reingelaufen bin, ohne irgendwas. Und dann ist es ein Deo gehen. Detektiv.
Wer war das denn noch? Das hatten wir vorhin auch schon. Ja. Was? Mit was? Dass du die Schritte von so weit weg gehört hast. Haben wir eine Feld raus? Ich weiß das gerade nicht. Also einmal kam Mimik raus. Juraj, das war Juraj. Ja? Ja. Okay, Geister haben wir aufgerufen. Gut. Das ist bestimmt ein Jam. Nee, ich kann mich daran erinnern, das war ein Juraj. Oder war dann vielleicht doch ein wahrhafter bloß mit dem Verpackt? Das kann alles sein. Das war bestimmt Phantom. Ja. So wie gestern. Yokai. Yokai, okay. Also Yokai hört man schon mal im Wald vorher. Ja, aber es gibt noch einen Geist, der so ist. Okay. Yokul. Marmelade. Marmelade. Hm? Ja, den hätten wir sofort erkennen müssen. Er hat aber nicht dieses Verwirrte, ich blick mal weg und dann dreh mich mal um. Leider. Oder wir haben es einfach nicht gesehen. Komm. No. Ich habe eine Vorahnung, das wird jetzt wieder ein Yokai und gleich, wenn ich das mache, dann gucken wir uns alle gegenseitig an und sagen, oha, da ist es. Oha. Feuerlich. Mhm. Ich brauche Kandel. Kandels. Er ist schon ein bisschen aktiv. Ich weiß, was das ist. Dass ich die nächsten 250 und die nächsten 100 Punkte holen kann. Ein Phantom. Jo, 100 Punkte, jetzt haben wir schon mal 250. Ich dachte, das wäre okay, egal. Ich habe halt nicht auf Geist geachtet. Ich habe was auf was anderes geachtet. Und was denn? Auf die Mitte. Du konntest die auf Reichweite nicht hören. Oh. Das war so mein, darum war ich bei Mai Ling, aber ich hab den Geist nie angeguckt. Ah. Ich kann euch orientieren, was in der Bewegung sein, das gut betreiben. Das ist schön, den haben wir jetzt wieder. Das ist er. Komm viel besser mit Bewegung, dann das gut betreiben. Oh, Parabol kann ich übrigens auch machen, auf Stufe 3, cool. Ui. Ja, entweder. Kommt doch bitte jede Runde rein. Bewegungssensor. Nugget Bubble, nur wie Bubi. Hubbel Bubble. Ist alles dasselbe.
Das hast du ja schon. Gut. So, ihr habt ja alle schon drin. Deswegen, ja. Dann gib mal. Mein Ding. Mach dein Ding. Mach es. Gib den Geist. Zeig ihm, wer hier der Chef ist. Ja, der muss erstmal seinen Tee austrinken. Oh. Mene, mene, Mopel, wer? Grüßt die Meister Popel. Geist. Hallo. Der schleicht sich an. Sorry. Gerade eine schleichende Jagd. Ich weiß nicht, ob er jetzt in der Mitte ist oder hinten bei der Tankstelle sagen. Tankstelle? So. Das ist aber nicht die Tankstelle. Ja, für den Geist schon. Achso, na gut. Dann lass ich das mal so durchgehen. Okay, ich habe keine Ahnung. Welcher Geistertyp war denn das eben gerade? Ich vermute mal ein Shade. Nee, welcher Geistertyp? Der ausgesehen hat. Dieser alte Kerl, der so vernebelt aussieht. Ich habe Foto gemacht. Ja, mit der Axt. Der Axtmörder. Ja, der Axt. Entweder wartet jetzt durch den Nebel oder ich habe eben immer ganz kurz ein Opachen gesehen. Dann ist das ein Opachen. Ja, oder ich habe mich verguckt. Na, war ja Opa. War ja Opa. Opa mit der Axt. Nee, das gibt noch ein Opa mit Bart. Ohne Axt. Ja, den Sichelmörder und den Dolmenschwinger. Ja, machen wir Obake, wenn du meinst, dass du das gesehen hast. Ich. Das haben wir auch schon gesagt. Und dann war er sich unsicher und dann bin ich weggefahren. Ich bin mir wirklich diesmal sehr unsicher, aber. Du, wenn es so ist, dann ist es immer so. Ja, das war ein Shade. Schade. Ich habe ihn sogar erkannt gehabt, den Shade. Egal. Ja, das mit dem Obake, das läuft nicht. Aber der Shade, der hat es wirklich so ein langsames Wegdrehen. Ah. Ja, dann war das durch den Nebel. Ja, ist alles gut. Es kann auch einfach sein, dass er sich kurz wieder finden musste. Ach, Selbstfindungsphase. Ja, so, aber zwischendurch. So. Bin ich jetzt ein Shade? Nein, ich bin Obake. Nein, ich bin doch ein Shade. Brauche ich die auf dem Bild oder nehme ich was anderes? Wen, du willst Max auf dem Bild haben? DMF feuerlich. Warum? Was hat er dir getan?
Ich meine, dass der Geist das gedacht hat. Ach so. Ich wollte gerade sagen, der hat dir doch gar nichts getan. Womit sie ihn schlagen? Uli Kaka. Hast du gerade dein eigenes Tutorial nochmal nachgeguckt? Nee. Oh. Schade, ich dachte, du kommst jetzt wieder und sagst, ey, ich weiß, was der nächste Geist wird. Ja, ja, mal gucken, was das wird. Das wird bestimmt ein Djinn. Im Klo? Der Geist stört gerade. Was, Toilettenwasser oder was? Ja, das kommt von dir, so ein... Achso, ich habe mein Mikrofon gerade beiseite geschoben. Reitu. Warum sagst du denn so, Bart? Entschuldigung. Fehler meins. Eingestanden. Welcher Geist ist es da? Raichu? Nee, das war Mimik. Ja, Möglichkeit besteht. Ja. Haben wir gestern gesehen. Möglichkeiten bestehen immer. Ich will es halt nicht vorwegnehmen. Die 100 Punkte kann man nicht zählen lassen. Nee, leider nicht. Meine Schuld. Entschuldigung. Also wirklich. Es war halt so offensichtlich und ist mir rausgeplatzt. So. Entschuldigung. Ah. Jetzt bin ich traurig. Ja. Na, sehr gut traurig. Minus 100 Punkte für dich. Jetzt werde ich gleich auch noch depressiv. Das ist ein Scheiß. Ja, guck mal, dein Salz bitte hier. Warum? Upsala, leider. Selbstfindung? War das Selbstfindung oder? Nee, ich hab's gesehen. Ich weiß, was du willst. Aber sehr komisch, oder? So. Ja. Ich hab's gesehen, was das ist. Ein Handtuch. Jo. Oh. Jetzt hatte ich ja gedacht, dass das die Räucherei von Kairin gewesen ist. Guck mal, wenn du dich da nochmal drüber stellst, hast du einen brennenden Po. Du hast so einen Sockenschuss. In den Hintern. 100 Punkte für einen Kandidaten. Wenn es dann auch richtig ist. Oh, nice. Oh Gott, da möchte ich mal gerne reindinsen, du.
Was die alle so für Technik haben, ob es denn auch wirklich fliegende Autos gibt oder sowas. Nee, das ist wie da, das wie, kann ich dir sagen. Wie die Vorstellung vor 40 Jahren. Du denkst, dass ja. fliegende Autos? Nee. Oder dass die Medizin schon wesentlich weiter ist oder sowas. Ich sage, aber 2005 existiert dieser Planet Erde nicht mehr. Ich glaube auch. Ja, wo eher die Erde existiert noch. Die Erde existiert wahrscheinlich noch, aber die Menschen nicht mehr, weil sie sich gegenseitig abgeschlachtet haben. Richtig. Wahrscheinlich wird es eher so kommen. Als dass sie sich zusammentun und sagen, hier, wir wollen die Welt bereisen, den Weltraum, nicht die Welt. Was weiß ich nicht was. Naja. Dann kommen die Asiaten zu den Europäern und dann kommen noch die Amerikaner dazu und dann macht der Bumm und dann macht der Peng und dann ist alles weg. Ja, wenn die Russen damit sind, dann haben wir sogar Atomwaffen dann auch gleich mit dabei. So, ich mach das. Phew. Phew. Wie. ich brauche ja gar nichts, sag das doch. Ja, aber schießt du denn der ganze Zeit im Wagen rum? Ja, das ist ganz normal. Das ist immer meine Selbstfindungsphase. Ja, okay. Muss ja nur. So, ich soll Zeuge werden. Kannst du ein Event bitte machen? Moment, nicht so. Ich hätte eine Tendenz. Ich auch. Gespenst ist es auf jeden Fall nicht. Doch, meine Tendenz bleibt. Ich hätte jetzt auf Gorio getippt, weil ich fand ihn eigentlich nicht so schnell wie ein Taillé. Oder wie ein Moroi. Nicht so schnell wie ein Taillé, aber. Oder war es wie ein Moroi-Zwillinge? Geschwindigkeit. Nee, ich wäre bei Zwilling gewesen. Ja. Der war ja schneller als ich. Ja, also mehr ein Gorio, oder wie? Nee, ein Gorio kann auch sehr langsam laufen und sehr schnell. Also Gorio kann natürlich sein. Ja, klar. Also das war mein erster Gedanke, aber. Persönlich war ich jetzt so vielleicht on Rio, aber auch nicht und dann Richtung Mare. War das nicht ein bisschen schneller, das Tempo, als normal? Das war ein bisschen schneller als normal nur. Ja, das ist auch Zwilling. Okay, dann machen wir Zwillinge. Machen wir Zwillinge, damit er seine Zwillinge kriegt. Das ist ein Zwillinge erkannt. Kann er nicht mehr erkennen. Ja, ich habe auch Zwillinge erkannt, aber ich bin mir hier ziemlich sicher, das sind Zwillinge. Und ich liege wieder falsch. Und der Mimik hat das nachgeahmt. Oh nein! Oh. Blöde Mimik. Es ist echt schade, dass der Mimik nicht da steht. Ja. Dann müsste bei Mimik stehen, welcher Geist er nachgeahmt hat. Ja, ich glaube, das wäre aber in der Runde, wenn du zwei, drei Hans machst, wird da halt drei Geister dann stehen. Naja, wäre ja auch gut, oder? Kommt eine Liste hoch und dann steht da, welche Geister er nachgeahmt hat. Ja. Da kommt so eine Liste von unten einfach reingebackt. Als erst war das Deo gehen, dann war das ein Handtuch, zwischenzeitlich meine Banshee. No. Das wäre aber ja gut. So eine Aufzeichnung. Nicht, weil der Mimik, der kann bloß alle zwei Minuten einen Geist haben. So. Ich dachte, der verändert sich einfach jede Hand. Alle zwei Minuten. Keine Müdigkeit vor Duschen. Muss noch nicht mal. Manchmal verändert er sich auch noch später, ne? Zum EMF-Foto. Ja, kurze Fixe, genau. Foto kümmere ich mich gleich drum. Oh. Tendenz ist da.
Keine Ahnung. Ich tendiere zu Jin oder Marvin. Also ein Polti ist es auf jeden Fall nicht. Ich tendiere zu Jin. Ja. Jin, aber auch Richtung Banshee. Aber ich glaube eher Jin. Ich bin mehr bei Jin. Dann machen wir Jin. Hab noch eine andere Tendenz, aber die geht, glaube ich, in der falschen Richtung. Und was haben wir? Initialisieren. Ein Yokai. Ah, ein Yokai. Haben wir ja völlig. Für die versagt. Wir müssen noch mal ein bisschen üben. Das machen wir doch gerade. Ja. Bald haben wir einen Geist. Wo ist er hin? Was da hin? War relativ schnell unterwegs. Zertretenes Salz hatten wir auf jeden Fall. Hey, wo dann? Ja, ich hab's auf jeden Fall fotografiert. Ach ja, okay. Also Gespenst können wir auf jeden Fall ausschießen. Mhm. Oh. Tatsache würde ich eine zweite Hand eben abwarten, weil ich habe was gesehen. Hast du es gesehen? Okay. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich was gesehen hatte, aber... Den Geist habe ich jetzt noch nicht fotografiert. Brauchen wir ein Foto? Ja, wir brauchen ein Foto. Der wurde nämlich plötzlich schneller. Okay. Es ist ein Jurel. Es ist ein Jurel. Ja. Obwohl? Hat er gerade gesungen? Nein. Ich weiß nicht. Okay. Ja, er hat gesungen. Ene, mene, Mause. Nee. Hast du nicht? Doch, eine Mene Mauser hat er gemacht. Er hat gesungen. Hä? Nein. Er hat gesungen, eine Mene Mauser. Ich hab's gehört. Bei mir nicht. Oh. Ich war auch der Meinung, dass ich den Summ gehört hab. Ja. Die Tür zu. Eine Mene Mauser. Das, du singst auch hier die ganze Zeit. Meine Vermutung? Ja, meine Vermutung sind nicht, okay. Meine auch nicht. Nein, deine auch nicht. Ganz ehrlich? Hm? Ich glaube, das ist ein Jin. Mit Jin oder Mare? Ja, Jin oder Mare, weil sie wieder schön geschmissen hat, ne? Jin gerade. Ja. Ich bin aber mehr bei Jin. Okay. Oh.
Gedanke, als er sich weggedreht hat. Mensch, $2 erraten. Ja, für die Fotos. Ja, endlich war ich erfolgreich. Toll. Wenn wir in dem Tempo